Sag hallo, Keller-Ehemensch. Hallo, Keller-Ehemensch. Willkommen in unserem gruseligen Keller. Ja. Ich sag dann auch mal hallo zu diesem ungewöhnlichen Einkaufshaul. Viele haben sich gewünscht, dass wir mal unseren Vorrat im Keller zeigen. Jetzt sind wir gerade vom Einkaufen und haben von den quasi letzten Euros, die wir jetzt auf dem Konto hatten, bevor das neue Geld kommt, wieder Vorräte gekauft und sind direkt mit euch jetzt runter in den Keller, um euch das zu zeigen. Den Rest-Haul, wir haben auch noch was für oben, ganz normal Brot und so geholt, den hänge ich gleich hier einfach hinten dran. Jetzt erstmal Was weg? so für mehr Realität auf YouTube. Das ist unsere Gerümpelskeller, unsere Vorratsregale, unsere Anhänger, unsere Fahrräder, der ganze Angelkram vom Ehemann, noch mehr Anhänger, alles, der Ehemann. Den bunker ich auch immer hier unten. Und damit ihr euch nicht wundert, ich weiß nicht, wie sehr man das auf der Kamera hört. Das Ladegerät macht Geräusche. Das hat da so einen Lüfter und der macht Geräusche. Und da wird gerade Batterie geladen. Ich weiß nicht, wie sehr man das hört. So, erstmal unser Jetzt-Zustand. Da ist noch einmal Katzenstreu. Da ist das ganze Badezimmerabteilung, was der Ehemann von der Arbeit mitgebracht hat. Vanell, Zahnpasten, Trockenshampoo, ganz hinten sind Zahnbürsten, Wattestäbchen, Toilettenreiniger, Duftzeugs, Waschmittel, Shampoo, Shampoo, Gesichtswasser, Damenhygieneartikel, Spülmaschinentabs, noch mehr Weichspüler, noch mehr Putzzeug, noch mehr Shampoo. Das hat der Ehemann alles mitgebracht von der Arbeit. Haarfärbezeugs hat der Ehemann auch mitgebracht von der Arbeit. Dann haben wir hier noch ein paar klägliche Reste, Magic Dust und Chakalaka und Süßstoff. Ein Kaffee-Dings ist noch da. Da ist unsere ganze Reisabteilung, Onkel Benz und Rewe-Reis, Express-Reis. Dann haben wir noch zweimal Marmelade. Da hinten steht unsere Sojasauce. 4 Dosen Kidneybohnen sind noch da. Ein paar Mandarinchen, bisschen Mais, passierte Tomaten und Apfelmus. Katzenfutter und Orangensaft. Den Orangensaft habe ich mal geholt, für Dressings zu machen. So, und jetzt kommt der neue Kram noch dabei. Huch. Viermal passierte Tomaten. Der Ehemann macht jetzt. Muss ich die Der Adresse strippt dies sparen? jetzt auch noch hier im Keller, wo es keiner sieht. Kippt mein Fahrrad gleich um, wenn er zu schwer belädt. So, viermal passierte Tomaten haben wir geholt für Tomatensoße. Jetzt 2 Gläser Arrabbiata. Da hätten wir eigentlich auch gerne noch das Bolognese von gehabt. Das war aber leider ausverkauft. Also zweimal Arrabbiata. 2 Gläser Rotkohl von Kühne, weil uns der vom Pennymarkt so gar nicht zugesagt hat, haben wir jetzt den teureren von Kühne geholt. 2 Gläser für den Vorrat. 3 Tuben Tomaten Erika mit Familie. Tomaten Bert und Tomaten Hugo. Alle dabei. Dreimal Tomatenmark. Dann haben wir 4 Dosen Thunfisch in eigenem Saft. Der kommt auch hier unten in den Vorrat. 1 Glas Cornichons. Es waren mal 2 und dem Ehemann ist einfach eins an der Kasse aus der Hand geschwupst. Und dann war es kaputt. Dann sind wir aber nicht losgelaufen, haben noch eins geholt. Machen wir dann beim nächsten Mal. Dann haben wir nochmal 2 Dosen Orangen, Mandarinen. Mandarinen, Orangen. Haben wir geholt, 2 Dosen. Oh, mal eben da raus. Das will Sind nicht. da drin? Hängt unterm Sattel fest. Dann haben wir 2 Gläser Erbsen und Möhrchen. Kleine süßen Möhrchen, die sind super lecker. Haben wir 2 Gläser. 4 Dosen Mais haben wir nochmal geholt, weil Mais essen wir sehr gerne und sehr viel. Und 2 große Dosen Pfirsichhälften. Das ist alles für den Vorrat. Der Ehemann ist fleißig am Verräumen. Und der Rest geht jetzt mit nach oben und den Rest zeigen wir euch dann auch oben. Staunet, mein Mann hat mir eine Kette gekauft. Er wollte jetzt unbedingt, dass ich sie anziehe. Eine zweiseitige Kette. So, ich finde sie wunderschön. Und der Ehemann hat jetzt darauf bestanden, dass ich die jetzt anziehen muss. Er zwingt mich, hat mich gezwingt dazu. Gar nicht Du bist wahr. eine Zwinge. Gar nicht wahr. Ja, mein Mann hat mir eine wunderschöne Kette gekauft. Ich bin sehr froh. Jetzt geht's weiter. Der ganze Einkauf hat gekostet 132,15 Euro. Wir sind jetzt oben in der Wohnung angekommen, wie ihr seht, und
Das ist der winzige Rest, der noch mit nach oben darf. Wobei das Sauerkraut hätten wir auch unten lassen können. Ich habe noch eins hier. Fangen wir mit den Tiefkühlsachen an, damit die direkt weg können. Beziehungsweise es ist nur das Eis. Der Mann hat sich Schoko-Kokos-Eis wieder mal von Rios, das findet er sehr lecker, geholt. Und unser Mittagessen ist auch tiefkühl, aber das kann ja direkt draußen bleiben. Da haben wir einmal die Gouda-Ringe, die Mozzarella-Sticks, die Frischkäse-Jalapenos mit Chili-Dip-Soße. Also hier ist dann, glaube ich, Tomatensoße bei, mit Chili-Dip-Soße. Also, da ist gar keine Soße bei. Doch, Tomaten-Paprika-Dip. So. Und Chili-Cheese-Nuggets ohne Soße. Das Ja. sind die einzigen, wo keine Soße bei ist. Und dazu gibt es dann noch Chicken Nuggets, weil ich irgendwas Geflügel- oder Fleischmäßiges dabei haben wollte und nicht die Schrimps. Von denen hier gibt es noch Schrimps und die sind so klein, popelig und super teuer. Dann gibt es dazu jetzt Chicken Nuggets Und und da als ist Süß-Sauer, süß-sauer, Sweet-Chili. genau, Sweet Chili und Curry Dip. Also drei verschiedene Dips sind da sogar Drei bei. Dipsen. Die dürfen direkt draußen bleiben, weil das gibt's dann gleich für uns zum Mittag. Das gönnen wir uns dann. 3 Liter Milch hat der Ehemann eingepackt. Der Sohnemensch und der Ehemensch, die möchten ja gerne richtige Kuhmilch. Sag, hallo, Sohnemensch. Hallo, liebe Leute. Hallo, Leute, liebe Leute. Entschuldigung, deine Zuschauer sind ja Wesen, ne? Also, Genau. hallo, liebe Wesen, genau. Genau. Hallo. Alles Wesen bei mir. So, der Ehemann braucht wieder Kaffee. Was denn? Kräftigen Arabiata Arabica. Ohne Arabi. Ohne Arabi. Habibi. Habibi. Arabica und Robusta. So. Oh, die sind alle robust, ja? Ja. Okay. 2 Dosen Frühstücksfleisch für uns. 2 Packungen. Was sind das denn? Das sind ja keine Dosen. Bis später. Ja, bis später, fleißiger Sohnemensch. Ich bin dann jetzt nach 5 Stunden oder wann endlich mal das Endlich mal Treppenhaus. das Treppenhaus machen. Ja, manchmal, also für alle, die Kinder haben in jugendlichem Alter oder älter, wissen, wie schwer das manchmal sein kann, die zum Haushalt zu bewegen. Gut, 2 Packungen Pflanzenmargarine. 4-mal wieder die Dinkelchen. Die sind sehr lecker. Und jetzt mittlerweile sind sie dann auch leer. Ich hatte ja vor ein paar Wochen schon mal welche gekauft und jetzt sind die leer. Jetzt gibt's neue. So, ein Block Emmentaler. Dann für mich durften wieder mit die Laugen-Brioche Rolls. Und für die Männers kam wieder American Sandwich Vollkorn mit. Zack, Wow. wah. Dann geht's weiter. 2-mal Weinsauerkraut mild. Das essen wir auch sehr gerne. Dann ein bisschen Süßkram durfte mit. Und zwar haben wir hier von Best Moments gibt es das im Moment bei Pennymarkt. Soft Nougat. Das hier hat so eine Schokoschicht und da seht ihr dann Haselnüsse und Mandeln drin. Dann haben wir hier eins mit Mandel und Beeren. Also da sind auch Mandeln und obendrauf sind die Cranberries. Sieht sehr lecker aus. Und einmal mit Mandeln und Haselnüssen. Also da ist oben dann so Nüssezeugs drauf und innen drin halt auch dann die Mandeln. Ja, finde ich sehr, sehr lecker. Dann durften noch mit von Naturgut, weil die einen Ticken günstiger waren als die anderen, die da waren. Ich weiß nicht mehr, welche Marke das war. Bio-Hafer-Cookies mit Zartbitterschokolade und mit Vollmilchschokolade. Ich hatte beim letzten Mal, wo wir im Garten waren, hatten wir die von Milka. Diese Haferkekse von Milka, die fand ich sehr, sehr lecker. Und ich hoffe, dass die auch gut schmecken. Weil die sind natürlich ein bisschen günstiger als die von Milka. Weiter geht es mit einem Glas Maiskölbchen. Bibi, Bibi Maiskölbchen. Eine Briespitze durfte mal seit langer Zeit wieder mit. Ein bisschen Zitronenwürze. Also eigentlich ist es ja Zitronensaft. Aber gut, Zitronenwürze. Der Ehemann packt sich das gerne schon mal ins Wasser. Dann auch für den Ehemann, ich esse sowas nicht. Ah, der Sohnemensch isst das auch. Maggi-Würze. Ich habe ja meine Sojasauce. Ich brauche nur noch Sojasauce. Dann bin ich glücklich. 2-mal Paprika edelsüß. Wobei ich da eben im Keller festgestellt habe, ich bin so ein Hornochse. Ich habe jetzt 2-mal hier Paprika edelsüß gekauft, obwohl ich im Keller noch fast 1 Kilo davon habe.
Ich hatte mir damals ein Kilo Paket Paprika Edelsüß gekauft und der Ehemann hat so galant hinter Konservendosen versteckt, dass ich das nicht mehr gesehen habe bei den Gewürzen und dann schon gedacht habe, also dann war es aus dem Gehirn raus. Ich habe nicht mal mehr dran gedacht, dass ich da so ein großes Paket gekauft habe. Jetzt haben wir wieder ein ganzes Kilo. Achtmal, das ist erschreckend, achtmal Putenzwiebelmett. Und für mich, ich glaube, das wird hier so der neue Running Gag. Für mich, für den Sohnemensch gibt es das Frühstücksfleisch und für mich gibt es ab jetzt immer Hähnchenkassler. Ist wirklich sehr, sehr lecker. Ich kann das wirklich nur empfehlen. Wer das nicht kennt, gerne mal probieren. Es sind zwei so Lappen da drinne. Geräucherte Hähnchenkassler. Super lecker. Ich packe mir die dann auf die Brioche Rolls drauf. Dann noch ein bisschen Süßkram. Koala. Kenne ich noch aus meiner Kindheit. Fand ich immer super süß, wenn dann hier diese Figürchen da drin waren. Diese Koala-Figürchen. Und jetzt gibt es das anscheinend. Ich hoffe, dass da Figuren drin sind, weil die sind ja mal alle mega süß. Oh mein Gott. Na gut, der hat ein bisschen was von so einem Schlumpf mit der roten Hose. Aber hier quasi Triton und Ariel. Oh Gott, wie süß. Ein Seestern. Ah ne, da ist Triton. Opa Triton. Nils Neptun. Okay. Mit roter Hose. Maddie Meerjungfrau. Ja, hier drüben. Da, Achso. An der Schatzkiste. Ja. Eddie. Ja. Eddie Entdecker. Ja, dann ist das Papa Schlumpf. Papa Schlumpf. Papa Schlumpf. Ja. Ah, schon süß. Frieda Flosse. Oh, ein Delfin. Tina Taucher. Die ist auch niedlich. Ja, also bei Penny gibt es die Koalas. Ich hoffe, da ist so ein Figürchen drin. Wir können gleich zusammen mal nachgucken, weil da bin ich so ein Verpackungsopfer. Und die Koalas kenne ich, wie gesagt, noch aus meiner Kindheit. Ich habe die geliebt. So, in der Packung mit den Koala-Bären war übrigens ein Puzzle drin. Wir können das ja mal eben zusammen machen. Dann durfte mal seit langer, langer, langer Zeit, ich glaube, die habe ich euch noch nie gezeigt. Seitdem ich Einkaufshauls mache, habe ich die, glaube ich, noch nie gekauft. Die Doppeldecker. Die haben mein Sohn und ich, wo der noch klein war, so Kindergarten, Grundschulzeit, wir haben die geliebt. Das ist für alle, die denken, das ist Wackelpudding. Nein, es ist kein Wackelpudding. Das ist, ich weiß nicht, wer das von euch kennt, so Kühlgel zum als Creme, so Kühlcreme. Oder Pferdesalbe oder Vaseline. So eine Konsistenz ist das. Also es ist sehr cremig, wie Kühlgel oder Vaseline. Es ist kein Wackelpudding, aber das ist mega lecker. Oben ist Vanille und unten ist halt hier Waldmeister. Und dann gibt es das Ganze noch in Himbeere. Und weil das halt kein Wackelpudding ist, ich liebe Wackelpudding über alles, aber ich finde diese Konsistenz von dem unteren so genial. Und mein Sohn und ich, wir lieben die. Und jetzt bin ich seit langer Zeit mal hingegangen und habe die dann doch mal wieder in den Einkaufswagen gepackt. So, eine Tüte Chips frisch Pepperoni für den Ehemenschen. Und für mich kamen drei Packungen Tomaten mit. Ausgeglichen, ja. Und da noch mehr Rübenzucker für den Ehemann. Und, oh, die böse, böse Cola. Ja, ganz böse. Und das ist meine. Ich habe Zero und der Ehemann hat Original-Taste. Ja, wir haben uns mal echte Coca-Cola jetzt gegönnt. Muss ja auch mal sein. Dann haben wir noch zweimal Katzenstreu gekauft. Ich weiß gerade nicht, wo das abgeblieben ist. Irgendwo haben wir zweimal Katzenstreu. Genau, einmal hatten wir ja noch im Keller. Das haben wir vergessen mit hochzuholen. Weil die Katzenklos sind. Halt einmal die Woche sind die dran. Und dann müssen wir die einmal in der Woche... Boah, das schöne Licht ist wieder da. Der Ehemann hat den Kühlschrank aufgemacht. Jetzt das schöne Licht wieder da. Für alle, die es interessiert, ich kann euch ja mal rumdrehen. Das ist unser Kühlschrank. Oh, unser Kühlschrank. Ja. Einmal schnell durch. Die andere Seite. Ja, komm, wir zeigen die andere Seite auch mal. Die ist, ein bisschen leerer. Ja. Da ist das ganze Obst, da ist Hühnerleber, da ist noch mehr Hühnerleber und selbstgekochtes und Erbsen. Und da ist der Fisch vom Ehemann und da ist das ganze Brot und da sind unsere Eiswürfel drin. Da könnt ihr Eiswürfel sehen. Ja. Ja, wir haben einen großen Kühlschrank. Der passt nicht mal ganz
Wenn ich hier ganz hinten stehe, so klein ist unsere Küche, dass das nicht passt. Wir mussten eine Türe abmontieren. Du bist schon wieder nicht rechts. Wir mussten eine Türe abmontieren von dem Kühlschrank, damit wir den durch die Küchentür hier ja. in die Küche bekommen. Der Kühlschrank ist von der Ecke bis die da hinten die Ecke genau 69 cm tief und die Tür ist von der Ecke bis zu der Ecke 69 cm tief. Der passte also saugend durch diese Tür. Ja, es war sehr lustig, den hier reinzubekommen. Aber ja ganz schön Glück, was? Hatten wir Glück, aber hat sich gelohnt. Wir lieben unseren Kühlschrank. Ja. Ja, ich liebe meinen Kühlschrank, das stimmt wohl. Alles liebst du, nur mich nicht. Ja. Alles hat es verdient, geliebt zu werden. Nur du nicht. Das ist sogar wahr. Ich liebe meinen Ehemann auch. Manchmal mehr als an anderen Tagen, aber ich liebe ihn immer. Ja. Gut, ihr Lieben, das war's. Ihr habt ganz viel gesehen von unserem Gerümpels und im Keller und im Kühlschrank. Ja, von dem. Alles gesehen. Besonders von dem armen, vernachlässigten Keller. Ja, der arme, vernachlässigte Keller. Aber erstmal ist jetzt Garten. Wenn wir mit dem Garten irgendwann keine Lust mehr haben oder fertig sind, dann kümmern wir uns mal wieder um den Keller. Ihr habt irgendwann mal keine Lust auf Garten? Niemals. Garten gibt's immer. Gut, ihr Lieben, das war's von uns, von hier für heute. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Da geht das Licht wieder an. Ciao. Ciao. Ciao.